Herzlich willkommen bei Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Active Aid in Afrika ist ein Verein, der unkompliziert und schnell Menschen in Not in Afrika hilft. Gegründet wurde der Verein in Pforzheim und heute stellen wir Ihnen die Gründer und deren Intentionen vor und natürlich auch die Hintergründe, weshalb zwei Menschen aus Deutschland anderen Menschen in Not in Afrika Hilfe leisten. Radio TV IBS Liberty mit einem Kurzporträt zum Verein Active Aid in Afrika e.V. Der Verein ist noch recht jung. Er wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pforzheim in Deutschland. Es gibt zwei Menschen, die den Verein gegründet haben und mit diesen zwei Menschen bin ich jetzt am Telefon verbunden. Das ist die Vorsitzende des Vereines, Birgit Udig, und der zweite Vorsitzende des Vereines Active Aid in Afrika, Robert Matthäus. Hallo und herzlich willkommen. In welchem Teil des Kontinentes Afrika, in welchen Städten und Regionen sind Sie seit 2007 mit dem Verein Active Aid in Afrika tätig? Ja, hallo, guten Tag. Also wir konzentrieren uns bisher auf nur ein einziges Projekt, und zwar liegt es in Malawi. Das ist ein Land im südöstlichen Afrika und da sind wir im südlichsten Zipfel angesiedelt, also gerade da, wo wir auf drei Seiten von Mosambik umgeben sind. Und wenn Sie sich das vorstellen möchten, so das Gebiet, wo wir betreuen, ist vielleicht gerade so groß wie ein bis zwei Landkreise, also typisch deutsche Landkreise von der Fläche her gesehen. Ja, wir von Active Aid in Afrika konzentrieren uns auf die Region Dengani, die im südlichen Zipfel von Malawi liegt. Dengani wird durch die mosambikanische Provinz Tete vom Westen, Süden und Osten her begrenzt. Das Volk der Sena lebt in der gesamten Region, auch über die Grenze hinweg. Dengani gehört zum Lor Shire, also das bedeutet die Niederung des Shire-Flusses, der südöstlich in den Sambesi fließt. Nicht einmal 200 Kilometer Luftlinie sind es vom Projektgebiet bis zum Indischen Ozean. Malawi selber hat aber noch keinen eigenen Hafen, wodurch erhebliche wirtschaftliche Nachteile für das Land entstehen. Was hat Sie dazu bewogen, in Afrika tätig zu werden? Was ist Ihre Motivation, Menschen in Afrika zu helfen? Das ist jetzt eigentlich schon eine ziemlich lange Geschichte. Ich versuche es trotzdem kurz zu halten. So während meiner Studienzeit, da bin ich sehr gerne nach Kenia gegangen. Also anfangs als ganz gewöhnlicher Tourist natürlich, habe mich dann aber eben sehr schnell auf die Kultur der Leute konzentriert, habe auch zum Beispiel die Sprache, also Swahili für Kenia gelernt und habe dadurch natürlich auch eine ganze Menge von den Problemen mitgekriegt. Natürlich auch von den Schönheiten des Landes, ist klar, aber eben auch die Probleme und trotzdem immer die liebenswürdige Art der Leute kennengelernt. Das hat mich einfach in den Bann gezogen. Und da habe ich dann einfach gedacht, irgendwie musst du da mal helfen. Der Traum, der blieb dann viele Jahre lang halt unerfüllt. Man hat das Studium zu Ende gemacht, hat anderweitig schon gearbeitet. Und irgendwann kam ich dann zu einem freiwilligen Einsatz nach Dänemark. Ja, und da wurde ich dann nach Westafrika eingesetzt, in Guinea-Bissau, ein ganz kleines Land ist es. Und es war zur selben Zeit wie die Birgit Udig, die ich damals eben noch nicht kannte. Und als wir dann praktisch weiter auch zeitgleich von unseren Projekten zurückkamen, haben wir uns dann eben angefreundet. Und weil sie eben in Malawi schon sehr weitreichende Kontakte gesponnen hatte, die ich in Guinea-Bissau nicht vorweisen konnte, haben wir uns entschieden, einfach gemeinsam was aufzuspannen. Und dann muss ich halt auch sagen, war ich von ihrer Projektidee einfach fasziniert. Und da wir sowieso beide irgendwie den Willen hatten, was Gutes zu tun, haben wir denn uns eben dran gesetzt. Sind 2006 auch das erste Mal gemeinsam nach Malawi gefahren, haben da alles vorbereitet, bis es dann eben 2007 zur Vereinsgründung kam.
Alles begann mit meiner freiwilligen Tätigkeit bei Humana People to People in 2002 bis 2003. Auf 7 Monate war ich in Malawi eingesetzt im Second-Hand-Bereich Marketing, Verkaufsstatistik und Public Relation. So lernte ich verschiedene Malawier kennen, vor allem die Kollegen und viele in der sogenannten Oberschicht. Doch unser Projektleiter Maybeck hatte mich davon überzeugt, im Gebiet seiner Angehörigen und Vorfahren ein Projekt auf die Beine miteinander zu stellen. Er war ein ehemaliger Kollege. Wir fuhren zu diesem Zweck zuerst in die Region. Es war für mich damals absolut schockierend, die Hauptstraße dermaßen marode, nicht asphaltiert, Staub und nochmal Staub, armselige Hütten, eine erbarmungslose Hitze. Weit und breit fehlte es an Grün. Kaum ein Baum, einfach nur öde. Ich fragte mich damals, wie halten diese Leute das alles nur aus? Eine erste Orientierung bekam ich durch eine Zufallsbekanntschaft einem Professor aus Johannesburg. Er hatte sich mit alternativen Treibstoffen und Energiegewinnung befasst. Er machte mir Schadrova so schmackhaft. Durch intensive Recherchen und Planungen sowie einem weiteren Malawi-Besuch im Jahre 2006 reifte die erste Projektidee heran und ich hatte noch einen Bekannten mit begeistert dafür, den Robert Matthäus. Ihn hatte ich kennengelernt in Dänemark nach unserem Einsatz in Afrika. Er war auch ein Freiwilliger bei Humana People to People. Wie kann man sich die Hilfe für Menschen in Not in Afrika, die Ihr Verein leistet, näher vorstellen? Welche Projekte haben Sie ins Leben gerufen und welche aktuellen Projekte betreuen Sie? Also wie gesagt, machen wir ja zurzeit nur ein Projekt. Und das große Kapitel ist einfach Wiederaufforstung und Wiederurbarmachung. Also da, wo wir sind, im Lower Shire genannt, also das heiße Flusstal von Malawi, da ist einfach alles verdorrt. Da war wegen dem Bürgerkrieg im benachbarten Mosambik mal über 1 Million Flüchtlinge, die da gelebt haben. Die haben den Boden halt einfach platt gemacht. Die brauchten Feuerholz, die brauchten Platz zum Leben. Und so sieht eben die Gegend auch heute noch aus, nachdem die Leute, nachdem der Frieden denn wiederhergestellt war, in Mosambik abgezogen sind. Und wir haben jetzt eben die Sachlage so erkannt, dass den Leuten am meisten geholfen ist, wenn wir die Böden wieder bepflanzen, mit Pionierpflanzen nennt man sie so schön, die schnell wachsen, in so Regionen eben auch tauglich sind, also als erste Pflanzen da wachsen können und haben dann eben den Leuten auch gezeigt, wie man das jetzt eben durchführen kann. Teilweise sind die Bäume schon in der Gegend heimisch, also waren den Leuten nicht unbekannt, nur kannten sie den Nutzen eben nicht. Ja, und da haben wir dann eben Saatgut beschafft, haben auf Dörferversammlungen zum Beispiel auch den Leuten vorgeführt, wie jetzt die Pflanzung und die Betreuung der Pflanzen genau vonstatten geht. Und so im Laufe der Zeit hat sich das jetzt auch schon so weit entwickelt, dass manche Leute schon mehrere Bäume haben, die bis zu 3 Meter hoch sind. Also was dann natürlich schon mal sehr erfreulich ist. Einige Bäume tragen auch schon die ersten Nüsse, so dass wir also für eine Weitervermehrung sorgen können, beziehungsweise auch für das Öl, das die Nüsse enthalten. Das kann man ja dann auch weiterverwenden. Zu Anfang haben wir damit begonnen, das Saatgut für verschiedene Baumsorten und teilweise auch Arbeitsmaterial für die Menschen vor Ort heranzuschaffen und sie zu braten. Dazu haben wir Maybeck, unseren Projektleiter, eingeschult und dieser wiederum hat einige weitere Dorfmitglieder mit geschult. Wir konzentrieren uns erst einmal auf dieses eine Ngona-Projekt, weil wir noch ein sehr kleiner Verein sind mit einem geringen finanziellen Spielraum. Wie reagieren die Menschen in Afrika und in Deutschland auf ihr mutiges Engagement? Afrika ist ein rauer Kontinent und nicht immer ganz ungefährlich für Helfer und Helferinnen.
Ja, also da haben wir in Malawi halt wirklich ein riesiges Glück, weil das eines der friedlichsten Länder in ganz Afrika ist. Die hatten in ihrer gesamten Geschichte noch nie einen Krieg gehabt. Und die Leute, die sind von einer ausgesprochenen Höflichkeit. Also das hat mich immer sehr fasziniert und auch Liebenswürdigkeit. Und wenn man jetzt eben vergleicht mit Kenia, Tansania, was ich ja schon seit 20 Jahren kenne, da muss man, also wenn ich es mal so sagen darf, die Leute ein bisschen schon durch den Tourismus versaut worden. Also das heißt, wenn die einen Weißen sehen, haben die halt Dollarzeichen in den Augen. Und das ist in Malawi noch nicht der Fall. Das heißt, man lebt da deutlich sicherer, heilsweiser und ist auch willkommener, weil man eben jetzt nicht nur als Tourist gesehen hat, sondern die meisten Weißen sind da unten auch tatsächlich in der Entwicklungshilfe tätig. Ja, und in Malawi ist es jetzt halt auch tatsächlich so, dass die Leute eigentlich sehr engagiert mit dabei sind. Also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Und also die Leute, die lassen sich gerne helfen, möchten aber eben auch aktiv mit eingebunden werden. Also die möchten jetzt nicht alles so vor die Nase gesetzt kriegen, sondern möchten da aktiv mitgestalten können. Erstaunlich entgegenkommend verhielten sich die Dorfbewohner. Zuerst rückte das halbe Dorf an, um zu sehen, wer denn da was von ihnen will. Reges Interesse fand eine eigens zur Vorbereitung und Information der Menschen einberufene Dörferversammlung des Gebietes Tengani insgesamt. Die führenden Personen der Traditional Authority und der älteste aller Dörfer, sie wurden durch Maybeck entsprechend vorbereitet auf uns und waren sofort auf unserer Seite. Deshalb war es dann ein leichtes, auch die Dorfbewohner allesamt für unsere Sache zu gewinnen. Wir haben nun nach einigen Jahren festgestellt, dass vielerorts Frühbeete eingerichtet wurden, genauso wie wir uns es vorgestellt hatten und wie wir es auf der Dörferversammlung gezeigt hatten. Einige können sogar auf ihren Feldern Bäumchen bis zu 3 Meter Höhe vorweisen. In Blantyre haben wir uns auch mit dem Forestry Department verbündet. Zwei Personen dieser Regierungsstelle sind nun auch Mitglieder unseres Kuratoriums in Malawi geworden. In unserer Abwesenheit hat sich oft auch der für den Longier zuständige Mitarbeiter des Forestry Departments um den Fortschritt der Bepflanzung gekümmert. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung und Ihrer Einschätzung, wo ist die Not in Afrika akut sehr groß und wie kann dieser Not von Menschen wirkungsvoll mit Erfolg kurzfristig und zeitnah begegnet werden? Ja, ein Riesenproblem haben wir ja jetzt im sogenannten Horn von Afrika, also Somalia, Äthiopien, Nordkenia. Da haben wir ja eben große Hungerkatastrophe jetzt. Und das Problem ist halt eben auch, dass es da keine richtig funktionierende Regierung gibt. Wasser ist ein Problem. Es hat ja jahrelang nicht geregnet, denn kriegerische Auseinandersetzungen, und da ist die Situation einfach sehr, sehr schwierig. Denn eben auch noch so durch die, wie soll man sagen, religiösen Streitigkeiten, also da die Islamisten, wo die Gegend teilweise unter Kontrolle halten. Und wir denken halt, das Beste ist das, was man im Moment tut, dass man einfach Nahrungsmittelhilfen verteilt, dafür sorgt, dass die Leute sauberes Wasser bekommen. Das sind halt eben die wichtigsten Dinge, die man braucht, dass sie einen Platz haben, wo sie wohnen können, also Flüchtlingszelte, wie auch immer. Aber da ist halt auf jeden Fall die Hilfe gerade am dringendsten nötig. Ja, ganz schlimm sieht es jetzt derzeit am Horn von Afrika aus. Die Medien haben ja sehr viel davon berichtet. Erstens sind die betreffenden Regierungen alles andere als interessiert am Wohle der Bürger. Zweitens hat es jahrelang nicht geregnet. Wenn auch mal einige Tropfen kommen, diese versickern sehr schnell ins Nichts. Die Gegend ist total verwüstet. Und drittens ist das Land von Kriegen überzogen.
Vor einigen Jahren war auch Malawi als ein Teil des da ostafrikanischen Dürregebiete betroffen, insbesondere die Niederungen des Shire, genau wo wir unser Projekt haben. Es wurden in den Gebieten am Horn von Afrika zwar Flüchtlingscamps eingerichtet, doch wenn die Betroffenen da keinen Zutritt bekommen in der Zeit, wo es am nötigsten ist, dann nützt es niemanden. In erster Linie brauchen Menschen, Tiere und Pflanzen zur Erhaltung ihrer Lebensfunktion Wasser. Dann ist es auch notwendig, in ausgesprochenen Dürreperioden als Erste-Hilfemaßnahme Nahrungsmittel für alle zur Verfügung zu stellen. Ein einigermaßen sicheres Dach über den Kopf muss gewährleistet sein. Um solchen extremen Nöten vorzubeugen, sollten nach und nach alle Regionen, wo es noch möglich ist, zu bepflanzen, mit Gehölzen, die extra tief und fest wurzeln. Das bieten beispielsweise Schadrofa, Moringa und Neem sowie einige Artverwandte davon. Schadrofa bietet ölhaltige Nüsse zur Gewinnung von Treibstoff, Öl für Lämpchen und Kocher beispielsweise. Damit wird das Land und die Region insbesondere mehr unabhängig von Rohstoffimporten, Zöllen und ewig langen Transportwegen, was bisher in Malawi der Fall war. Außerdem sind in Zukunft die Menschen nicht mehr so stark auf Feuerholz angewiesen, wenn es eine günstige Alternative gibt. Moringa und Neem werden in der Ayurveda-Medizin verwendet, sind sehr nährstoffhaltig und bringen das Immunsystem in Schwung durch Vitamin- und Mineralstoffreichtum. Können Sie etwas den Alltag und die Situation von jungen Menschen oder auch im Vergleich die Stellung Mann und Frau von jungen Mädchen und Frauen in Afrika beschreiben? Welche Rolle nehmen Frauen im afrikanischen Kulturkreis heute ein? Ja, also die Frauen, die haben halt auf jeden Fall die meiste Arbeit zu tun. Das fängt ja schon morgens noch vor Sonnenaufgang an, also noch vor 5 Uhr kann man sagen. Dann marschieren die alle zum Brunnen und stellen sich da dann reihenweise an. Also bei uns in Malawi sind zum Glück noch viele Brunnen vorhanden und aktiv, dass die Wege nicht ganz so weit sind. Aber in vielen Ländern müssen halt die Frauen und Mädchen zig Kilometer weit hin und zurück laufen und auf dem Rückweg dann natürlich auch mit dem Gewicht von 10 oder 20 Litern Wasser auf dem Kopf. Die tragen ja ihre Eimer immer alle auf dem Kopf in Afrika. Ja, und ja, danach wird dann eben der Hausputz gemacht und die täglichen Arbeiten. Ansonsten, also zum Beispiel das Maisstampfen, das ist auch eine sehr schwere körperliche Arbeit, haben wir auch schon selbst versucht. Und also für uns wäre das wirklich zu schwer, für uns verwöhnten Mitteleuropäer. Ja, und so geht's halt den ganzen Tag durch. Also die Frauen und Mädchen, die kommen kaum zur Ruhe. Abends, wenn die Sonne untergeht und es endlich ein bisschen kühler und erträglicher wird, fangen die Leute dann auch erst an zum Kochen. Spätabends wird dann gegessen. In der Regel ist es auch die einzige Mahlzeit, wo die haben. Dann haben beide, also Männer und Frauen gemeinsam, die Feldarbeit, also die teilen sie sich. Und die Männer, die sind halt ansonsten schon, wenn möglich, dafür da, dass sie für den Broterwerb sorgen, also irgendwo arbeiten. Oder was jetzt bei uns in der Fall ist, weil wir ja in der Nähe von der mosambikanischen Grenze leben, hat sich da ein reger Verkehr zwischen beiden Staaten entwickelt, so mit Handel, Dienstleistungen und so weiter. Und da sind dann eben die Männer verstärkt im Einsatz. Ja, die meiste Arbeit wird von Frauen erledigt. Also früh bei Zeiten, wenn die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont kommen, beginnt der Tag für die weiblichen Familienmitglieder. Es muss Wasser herangeschafft werden. Im Dorf sind zum Glück noch die über 40 Jahre alten Brunnen von den damaligen Flüchtlingslagern der Mosambikaner aus dem Bürgerkrieg von nebenan einigermaßen funktionstüchtig. Da sind die Wege nicht allzu weit.
Vor den Brunnen sieht man eine Schlange von Frauen und Mädchen jeweils. Nach und nach füllt jede ihren Eimer auf, eine andere pumpt dabei. So helfen sie sich gegenseitig. Dann werden die vollen Eimer zum Haus geschleppt. Dann ist die Reinigung des Geländes und des Hauses angesagt. Die Kinder müssen auch versorgt werden. Wenn Babys in der Familie sind, dann werden die einfach hinten drauf in ein Wickeltuch gehängt und kann so während der gesamten Arbeit mit Mama zusammen sein. Ab und zu wird das Baby nach vorn geholt, um ihm die Milch zu verabreichen. Traditionell sind die Männer dazu da, um für die Familie ein Einkommen zu erzielen. So ist ein reger Bootsverkehr über die Grenze zu bemerken. Auf dem Feld arbeiten freilich Männlein wie Weiblein. Den schweren Knüppel bei Maisstampfen schwingen allerdings die Frauen. Wenn man ihre Arme ansieht, dann weiß man, wie schwer die Frauen täglich schuften. Essen machen gehört natürlich auch zur Frauenarbeit. Bis nach Sonnenuntergang ist eine Frau fast pausenlos beschäftigt. Man sollte auch bedenken, dass die Frauen diejenigen sind, die schwanger werden, Kinder kriegen und großziehen müssen. Trotz all dieser schweren Arbeit, wenn dann noch Seuchen hinzukommen, Wetterunbilden, dann ist es auch sehr schwer für die Frauen, ihre heranwachsenden Babys und Kinder zu ernähren. Dementsprechend hoch sind die Raten von Säuglingssterblichkeit und Tod der Mutter bei der Geburt. In vielen Teilen Afrikas ist es obendrein noch weit verbreitet, die Mädchen zu beschneiden. In meinen Augen ist das ein Wahnsinn. Aber es ist halt Tradition. So schnell kann man das nicht überwinden. Unter den Männern herrscht an einigen Orten noch heute die Meinung, dass ein schwächelnder, alter oder kranker Mann sich wieder rund erneuern kann, wenn eine Jungfrau von ihrem bisherigen Status befreit wird, egal ob beschnitten oder nicht. In welcher Weise helfen Sie chronisch kranken Menschen, Behinderten und alten Menschen in Afrika vor Ort? Sagen wir mal so, im Moment ist es halt so, dass wir Behinderte oder zum Beispiel AIDS-kranke Leute, die sind ja da in einem gesellschaftlich in einem sehr schlechten Status, also sehr schlecht angesehen, AIDS-Kranke, das wird totgeschwiegen. Die versuchen wir alle jedenfalls aktiv mit ins Programm einzubinden. Die nehmen auch gerne dran teil, gerade weil sie dann dadurch das Gefühl haben, doch zu irgendwas Nütze zu sein. So richtig kranken Leuten können wir im Moment halt noch nicht helfen. Allerdings, wenn das Projekt weiter fortgeschritten ist und auch die Finanzen mal besser sind, eine Zusammenarbeit mit unserem Distrikthospital vorgesehen, also das Landeskrankenhaus von Tengani könnte man so sagen. Und da haben wir hier in Pforzheim zum Beispiel einen Apotheker gewonnen, der gibt auch sehr gerne uns Spenden mit, also so Verbandmaterial und auch sonstige Medikamente, von denen er weiß, natürlich auch durch uns, welche da besonders wichtig sind. Da fragen wir auch immer so in einigen Hospitälern schon nach, an was es klemmt, was die Leute am meisten brauchen. Und wie gesagt, da bringen wir den halt mit. Und wenn das Projekt mal größer ist, würden wir da auch gerne so Freiwillige aus Deutschland zum Beispiel einsetzen, dass da einfache, bessere medizinische Grundversorgung herrscht. Wir versuchen, wenn es möglich ist, diese von Leben Benachteiligten direkt ins Projekt mit einzubinden, dass sie neben den anderen das noch tun können, was ihnen ihr Körper gestattet. Sie sollen ein Gefühl bekommen, nicht nutzlos zu sein. Gespräche mit der Bevölkerung und der schrittweise Herantasten an die bestehenden Tabus sorgen dafür, dass die Betroffenen sich nicht ausgegrenzt fühlen. Für Frauen ist es besonders wichtig, aufzuklären, vor allem in Sachen täglicher Hygiene. Wir stellen uns ebenfalls zur Aufgabe, dass wir die Brunnen sanieren müssen, die nach und nach ihren Geist aufgeben, wie es in den Nachbardörfern schon der Fall ist. Es ist nur eine Frage der Finanzen, die uns zur Verfügung stehen oder auch nicht. Denn ein Brunnen, wenn er neu gebaut werden soll, der kostet in etwa 5.000 Euro umgerechnet, nach Aussagen einiger vor Ort ansässiger Unternehmen. Ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen aus Ihrer eigenen Studienerfahrung. Welches Studium ist eine gute Voraussetzung? Welches Studium sollte man mitbringen oder auch welche Ausbildung, welche Lebenserfahrung sollte man für einen freiwilligen Hilfseinsatz in Afrika mitbringen? Oh je, also da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob da ein Studium überhaupt so nötig ist. Es klemmt einfach an allem.
Und wo ich damals zum Beispiel in Guinea-Bissau war als Lehrer an der Berufsschule, da habe ich halt gemerkt, da war das Schulniveau dermaßen schlecht, dass das sogar ein Grundschüler bei uns mithalten würde. Deswegen ist jetzt in dem Falle gar nicht so viel notwendig. Also meiner Meinung nach ist das Wichtige einfach das Herz und dass man ein konkretes Ziel vor Augen hat. Natürlich muss man sich Fachwissen aneignen, aber jetzt halt nicht unbedingt, dass man da richtig was an der Universität studiert, sondern dass man sich halt einfach mit den Gegebenheiten des Landes auseinandersetzt und dann eben, wie es bei uns jetzt der Fall war, mit den ganzen Pflanzen zum Beispiel, die wir vornehmen, welche Effekte haben die, wie baut man die genau an, welche Methoden gibt es da und, und. Also die Birgit, die hatte sich da ja schon besser ausgekannt mit den Pflanzen, aber für mich war ja da alles noch neu und da hat, das habe ich mir auch erst im Laufe der Zeit dann so angeeignet. Wobei Sie studiert hatten und auch als Diplom-Ingenieur auch Erfahrungen mitbringen, die hilfreich vor Ort sind. Also es gibt natürlich schon so Erfahrungen aus dem Studium, die mir da weiterhelfen. Zum Beispiel, wo wir damals unser Projektgelände vermessen haben, da kamen dann meine mathematischen Fähigkeiten schon voll zum Einsatz, ist klar. Oder auch sonst einfach mal so für verschiedene Berechnungen, Bedarfsermittlungen, da ist mein Studium natürlich sehr nützlich, das ist richtig. Aber wie gesagt, man könnte auch vieles ohne Studium machen. Wie ist die Reaktion der Behörden in den Regionen und Städten, in denen Sie mit Hilfe aus Deutschland Hilfe für Menschen in Afrika vor Ort in Not leisten? Einfach großartig. Also wir sind da schon von Anfang an 2006, wo wir da waren, ganz positiv überrascht gewesen, mit welcher Freude die da an die Sache rangehen und welche Unterstützung die uns da auch angedeihen lassen. Also es gibt da natürlich auch immer so Problemchen und manche Leute, die möchten halt so ein bisschen Schmiergeld sehen, das ist klar, das machen wir aber nicht. Aber ansonsten, es ist uns immer konkret weitergeholfen worden. Wenn einer mal nicht zuständig war, dann hat er uns, wenn es sein musste, sogar persönlich bis zum betreffenden Sachbearbeiter hingebracht. Und ja, es gibt nur sehr wenige Sachen, wo man jetzt sozusagen den schriftlichen Stempel haben muss, sondern oft reicht einfach ein mündliches Okay, zum Beispiel auch bei unserer traditionellen Autorität. Der ist ja sozusagen so eine Art König oder Fürst für die ganze Region. Den haben wir mehrmals aufgesucht mit unserem Projektleiter zusammen. Der kommt ja da direkt aus dieser Gegend. Ja, und da haben wir dann einfach so durch einen gemütlichen Plausch von ihm das Okay gekriegt, da das Projekt anzufangen. Wir haben viel Entgegenkommen bei den Behörden und Ämtern festgestellt. Klar, dass oft auch hier der Amtsschimmel waltet. Beispielsweise mussten wir auf die Eintragung als Nichtregierungsorganisation in Malawi etwa 3 Jahre drauf warten. Wir weigern uns strikt, aber Schmiergeld zu bezahlen. Schließlich dauert es nur etwas länger. Wie können Menschen aus Deutschland die Arbeit des Vereines Active Aid in Afrika e.V. effektiv und wirkungsvoll unterstützen? Wo wird Hilfe bevorzugt und dringend benötigt? Also in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass wir viel Website-Gestaltung, also Leute, die in der Website-Gestaltung Ahnung haben, da haben wir ja zwar jetzt schon sehr viel aufgebaut, aber wir hätten halt gerne jemanden, der da auch mal richtig Zeit mitbringt, die Seite auch kontinuierlich zu pflegen. Denn haben wir ja auch immer mal so Druckerzeugnisse, also so für unsere Festivals, die wir so in der Gegend immer haben und präsent sind, dass wir dann halt einfach Leute haben, die zum Beispiel Flyer für uns drucken können oder auch unsere Jahresberichte drucken können oder auch Bilder, die wir bei Ausstellungen ausstellen. Denn
natürlich ist auch Hilfe angesagt bei den besagten Afrika-Festen. Also hier bei uns in der Region gibt es ja immer so Afrika-Festivals im Sommer, die so über ein Wochenende hinwegziehen. Das bekannteste ist ja das in Würzburg. Da waren wir allerdings noch nie. Und dass wir da halt einfach Mitstreiter finden, die sich für die Sache engagieren oder zum Beispiel auch mal in Fußgängerzonen Leute gewinnen, ansprechen, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die man zurzeit machen kann. Na, als auch wenn ich es nicht wahrhaben will, aber an erster Stelle brauchen wir finanzielle Unterstützung. Darüber hinaus freuen wir uns über jeden, der bereit ist, uns bei der Website-Gestaltung, bei öffentlichen Auftritten wie Ständen, bei Volksfesten, der Besorgung von Terminen für Vorträge und Beschaffung von Druckerzeugnissen aller Art für Werbung, auch zur Herausgabe eines Buches über unsere Reisen, wer uns da unter die Arme mitgreift. Derzeit läuft der Wettbewerb um die meisten Stimmen bei der Ingenieursdirektbank. Wir wollen unbedingt mit unter die ersten 1.000 rutschen, um auch eine Prämie von 1.000 Euro zu bekommen. Dazu brauchen wir dringend die Hilfe eines jeden Interessierten, für die Unterschriften zu werben, in allen zur Verfügung stehenden sozialen Netzwerken und Medien. Wie stellen Sie sich Hilfe und Entwicklungshilfe für die Menschen in Afrika in der Zukunft vor? Auf jeden Fall muss es Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also wir propagieren das, dass die Leute in der Lage sein müssen, auch wenn wir mal nicht mehr da sind, denn die Projekte weiterführen zu können oder beziehungsweise denn eben den verbesserten Lebensstandard, den sie denn dadurch eben gewonnen haben, denn aufrecht zu erhalten. Das heißt, Sie möchten den Lebensstandard aufrechterhalten für die Menschen in Afrika, damit sie irgendwann auch mal auf eigenen Füßen in Eigenständigkeit leben und wirken können. Und da ist es halt, wie gesagt, wichtig, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Deswegen nehmen wir zum Beispiel auch Rücksicht auf die örtlichen Traditionen und Lebensweisen. Also wir haben auch gemerkt, die Leute, die nehmen die Hilfe auch viel besser auf oder beziehungsweise an, wenn die nicht das Gefühl haben, dass wir als Weiße da jetzt hinkommen und sagen, so, wir krempeln jetzt mal geschwind euer gesamtes Leben und den Tagesablauf um, sondern dass wir die einfach da abholen, wo sie sich gerade befinden. Und das heißt eben, wie gesagt, auf die Tradition und Lebensweisen Rücksicht nehmen, aber auch, dass wir zum Beispiel die Ressourcen, die die Leute vor Ort haben, dass wir die auch nutzen. Also das nützt zum Beispiel nichts, wenn wir da so technisches Equipment aus Europa mitbringen, wo da A, keiner versteht und B, keiner warten kann, wenn mal ein Defekt vorliegt. Also wir konzentrieren uns eben auf Dinge, die schon in der Region vorhanden und somit bekannt sind, wo sich auch die lokalen Handwerker mit auskennen, falls mal ein Schaden vorliegt, dass sie das auch reparieren können, dass sie die Ersatzteile haben. Und so versuchen wir einfach aus den Gegebenheiten, die es da schon gibt, das Beste rauszuholen. Und da haben wir halt eben gemerkt, die Leute, die sind sehr findig, die sind Improvisationstalente durch und durch. Und da muss man manchmal einfach nur die Fähigkeiten aus die rauskitzeln. Denn das Ganze eben ein bisschen koordinieren durch unsere Hilfe. Und da kann man denn schon sehr viel tun. Ja, in Zukunft wäre es eine gute und überaus gerechte Sache, wenn alle Menschen einmal eine Art Grundeinkommen erhalten könnten. So werden alle unabhängiger von Gebern von außerhalb. Doch da muss auch die Politik mitziehen. Die Wirtschaftssysteme müssen von Grund auf umgekrempelt werden. Ein Anfang ist in Namibia mit einem Versuchsprojekt in einer Kommune vor einigen Jahren gestartet worden. Die Leute kaufen sich Sachen für die Bestellung ihrer Felder, für ihren dringenden Bedarf. Sie haben dann besseren Zugang auf medizinische Versorgung, Bildung und so weiter. Es kann nicht sein, dass wir im Überfluss schwelgen hier in Europa, Konzerne riesige Mengen von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern einfach so wegwerfen, nur um die Preise nach oben zu halten, oder dass die Pharmaindustrie sich gegen die serienmäßige Herstellung von Präventionsmitteln sträubt.
Alles nur aus Profitgier. Es heißt so schön, es ist genug da für alle. Es muss nur besser verteilt werden. Die Menschen müssen befähigt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, so dass nur in Katastrophenfällen eines Tages Hilfe vonnöten sein wird. Die Menschen müssen befähigt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, so dass nur in Katastrophenfällen eines Tages Hilfe vonnöten sein wird. Voraussetzung ist, dass es keine Kriege mehr geben sollte, doch bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg. Mit welchen Mitteln stellen Sie eine Transparenz und auch eine Erfolgskontrolle Ihres Engagements und Wirkens Ihres Vereines für interessierte Menschen und für einen möglichen Unterstützerkreis des Vereines Active Aid in Afrika zur Verfügung? Ja, wir haben ja jedes Jahr unsere Mitgliederversammlung, die auch jedem Interessierten offen stehen. Es kommen ja auch jedes Jahr irgendwelche Interessierte mit dabei. Dann haben wir auch einen ausführlichen Rechenschaftsbericht, der selbstverständlich auch in dem Jahresbericht mit drin steht. Der wird auch auf unserer Webseite veröffentlicht, ist also jederzeit einsehbar und es wird bei uns eben auch jeder Cent abgerechnet. Also wenn jemand theoretisch wollte, könnte er praktisch noch jeden Kassenzettel und jede Quittung bei uns finden. Das haben wir alles fein säuberlich abgeheftet. Ja, das ist ganz einfach. Wir halten jährlich unsere Mitgliederversammlungen ab, legen Rechenschaftsberichte ab, veröffentlichen unsere Jahresberichte. Wir rechnen jeden Cent so ab, dass alles in den Finanzabrechnungen der Jahrespläne einsehbar ist. Afrika und die Menschen in Afrika sind weiterhin auf die Hilfe von Menschen aus Deutschland und Europa angewiesen. Wie können Hörer und Hörerinnen, die nach dem kleinen Kurzporträt über Ihren Verein die Arbeit und das Engagement und die Hilfe des Vereines Active Aid in Afrika aktiv unterstützen wollen, Menschen in Not in Afrika unkompliziert und schnell helfen? Also da können Sie zum Beispiel direkt über unsere Webseite spenden, also auf der Webseite www.aaa, also dreimal Anton-Germany.de, also www.aaa-germany.de. Da finden die Leute unter der Rubrik Was kann ich tun? Einen Spendenbutton. Da können sie dann ganz normal ihre Daten eintragen und die gewünschte Summe, die sie spenden möchten, und erhalten dann sogar automatisch eine Spendenbescheinigung. Und auch ansonsten können Sie sich gerne mal auf der Webseite umschauen. Da sind ja, wie gesagt, auch immer die aktuellsten Entwicklungen des Projekts drin zu finden. Wie ist denn die Verbindung Ihres Spendenkontos? Das heißt, Kontonummer im Bank. Mag ich auch gerne. Das ist für den Verein Active Aid in Afrika e.V. Die Kontonummer ist die 49 80 377 und die Bankleitzahl ist die 600 501 01 bei der BW Bank in Pforzheim. Also ich sage es nochmal, der Verein Active Aid in Afrika e.V. Kontonummer 49 80 377, die Bankleitzahl 600 501 01 bei der BW Bank in Pforzheim. Zuallererst habe ich eine ganz, ganz dringende Bitte an euch alle. Bitte nehmt teil an der Abstimmung der Ingenieursdirektbank. Ihr seht auf unserer Startseite von der Website einen entsprechenden Link. Jeder kann dreimal seine Stimme vergeben. Also, er zieht die Prozedur dreimal durch. Hier ist unsere Website www.aaa-germany.de. Also nochmal www.aaa-germany.de. Telefon können Sie auch anwählen über
0723166500. Nochmal 0723166500. Unter der Rubrik Was kann ich tun? Dann Spenden. Findet ihr unsere Bankverbindung ebenfalls. Ich sag's aber nochmal durch. Verein AAA kleines e Punkt großes V Punkt. Kontonummer 4980377. Bankleitzahl 600 501 01. BW Bank Pforzheim. Also nochmal Verein AAA E.V. Kontonummer 4980377. Bankleitzahl 600501 01. BW Bank Pforzheim. Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße von Active Aid in Afrika. Danke. Tschüss. Vielen Dank für diese Informationen. Sie hören Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, sendet seit 1986 für die internationale Völkerverständigung. Wir waren mit drei Kontinenten verbunden, mit Deutschland, Afrika und mit Asien. Herzlichen Dank, besonderen Dank an Frau Birgit Uhlig vom Verein, erste Vorsitzende vom Verein Active Aid in Afrika, und besonderen herzlichen Dank auch an den zweiten Vorsitzenden von Active Aid in Afrika, an Robert Matthäus in Pforzheim in Deutschland. Ich wünsche Ihnen und allen Helferinnen und Helfern und natürlich auch ganz besonders den Menschen in Afrika viel Erfolg, viel Freude bei ihrem Wirken, damit Menschen in Afrika eine bessere und glückliche Zukunft künftig im Kontinent Afrika und in Malawi erleben können und dürfen. Vielen herzlichen Dank.